Ich bin der Herr, dein Gott, der zu dir sagt, fürchte dich nicht, ich werde dir helfen. Fürchte dich nicht, Schwestern und Brüder, ein Ruf, der durch die ganze Heilige Schrift hindurch an ganz wesentlichen Stellen zu hören ist. Sogenannte performative Rede, also Worte, die das bewirken, was sie aussagen. Gott spricht: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Der Engel sagt es zu Maria: Fürchte dich nicht. Maria am Grab hört: Fürchte dich nicht. Die Jünger hören nach der Auferstehung von Jesus: Fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht. Dieser Ruf ist ganz wesentlich für den Advent. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, einerseits die Realitäten deines Lebens zu sehen und andererseits darüber hinaus, trotz all dem, was du erlebst und siehst und woran du vielleicht auch verzweifeln könntest, wenn du nur mit den irdischen, den leiblichen Augen blicken würdest, sollst du hoffen, tiefer sehen. Darum geht's doch im Glauben. Tiefer sehen, mehr sehen als das, was vermeintlich an der Oberfläche die Dinge sind oder wie Dinge vermeintlich scheinen. Fürchte dich nicht, dieser Ruf, den hören wir häufig im Advent. Und das ist nicht nur einer, der einem da sanft über den Kopf streichelt: Hab keine Angst. Sondern es ist auch der Aufruf, die Welt wahrzunehmen, wie sie ist. Das gehört genauso zum Advent. Deswegen hören wir im Advent ja auch immer diese apokalyptischen Texte, diese endzeitlichen Texte. Apokalyptein, offenbaren. Diese Texte offenbaren etwas von der Welt, wie sie ist. Sie versuchen sich nicht die Welt schön zu reden, denn Gott hat das Dunkle erwählt, um darin zu wohnen und um es hell zu machen. Aber dazu muss ich das Dunkle wahrnehmen, in mir, in der Welt, wie es ist heute. Und es gibt ja wahrlich genug, was wir in unserem eigenen Leben, was wir aber auch in unserer Welt wahrnehmen können, was Unheil ist, was unerlöst ist. Und in diese Situationen hinein, das fürchte dich nicht, gelten zu lassen, Gott seinen Platz zu geben, tiefer zu sehen und darüber hinaus zu hoffen, das ist die Aufgabe des gläubigen Menschen, des religiösen Menschen. Religio heißt zurückgebunden sein. Der religiöse Mensch unterscheidet sich vom Menschen ohne Religion, dass er sich zurückgebunden weiß an Gott. Er hat sich festgemacht in Gott und nicht in allem Möglichen. Der religiöse und nun der christliche Mensch ist der, der dem Fürchte dich nicht Gottes eine Chance gibt, mitten im Dunkeln der eigenen Welt. Der den festen Vorsatz hat, an jedem einzelnen Tag ihn aber auch neu für sich beschließt, dem Fürchte dich nicht Raum zu geben, tiefer sehen zu wollen, weiter sehen zu wollen, mitten im Licht, mitten im Dunkel das Licht zu sehen.
Und das ist ja auch der Weg des Jesus von Nazareth, den wir nun wieder als den Christus feiern, uns von ihm einladen lassen an seinen Tisch. Und wer nur mit den Augen des Leibes hinschaut, der sieht ein Stückchen Brot. Dazu noch winzig. Dazu noch in kleine Stücke geteilt. Wer aber mehr sehen will, wer glaubt und vertraut, der sieht und empfängt. Das fürchte dich nicht, das Jesus Christus. Er kann tatsächlich tiefer sehen, nämlich, dass geteiltes Leben wahres Leben ist.